3. März 2009. Köln erlebt eine Katastrophe. Das Stadtarchiv ist in eine Baugrube der neuen U-Bahn gestürzt. Und dann ein Erschüttern des ganzen Bodens und dann ein Geräusch, als ob 1000 Laster Kies abschütten würden. Und gleichzeitig sah ich nichts mehr. Aus dem Schuttberg werden Tage später zwei Tote geborgen. Es hätten noch mehr sein können. Und meine Angst war, da liegen Schüler drunter. Das wichtigste historische Archiv nördlich der Alpen existiert nicht mehr. Archivalien von unschätzbarem Wert liegen begraben unter Trümmern. Die Verantwortlichen unter Schock. Kein Mensch, und erst recht nicht ich, konnte an der Stelle was über Ursachen sagen. Es fehlte das Fachwissen ganz einfach. Und deshalb sind eben Dinge passiert, Unterlassungen passiert, Fehler, die man hätte sehen müssen, erkennen müssen, wo man hätte drauf reagieren müssen, nicht reagiert worden ist. Ein tragisches Unglück oder eine vermeidbare Katastrophe? Köln kann auch anders, nennt sich die Initiative, die sich seit 10 Jahren an der Unglücksstelle versammelt. An dem Tag, als ein prestigeträchtiges Verkehrsprojekt in einem Desaster endete. Für viele steht der Einsturz des Stadtarchivs beispielhaft für zahlreiche Missstände in der Stadt. Nach Jahren der Lähmung, wo wir jede neue Nachricht über Dinge, die in Köln nicht funktionieren, tiefer in die Resignation gesunken sind, war der Einsturz des Stadtarchivs ein Weckruf. Vor allen Dingen, als im Nachgang der Katastrophe, in den Tagen danach, immer deutlicher wurde, dass eine ungeheure Mischung aus Verantwortungslosigkeit, Inkompetenz und schlichter Schlamperei dazu geführt hat, dass diese Katastrophe nicht verhindert wurde. Seit 10 Jahren klafft die Baugrube wie eine offene Wunde in der Stadt. Es herrscht Baustopp. Noch immer ermitteln Gutachter und Sachverständige. Es geht darum, wer den Milliardenschaden bezahlen muss und wer verantwortlich war. Einer der teuersten Strafprozesse der Kölner Justizgeschichte wurde kurz vor der Verjährung abgeschlossen. Der Oberbauleiter einer Baufirma und ein untergeordneter Bauüberwacher der Kölner Verkehrsbetriebe erhielten wegen fahrlässiger Tötung Bewährungsstrafen. Doch haben tatsächlich nur diese beiden Fehler gemacht? Sind mit dem Urteil die Hintergründe der Katastrophe wirklich geklärt? Angefangen hatte alles mit einem neuen Verkehrsprojekt, der Nord-Süd-Stadtbahn. Die neue Strecke führt unter dem Kölner Hauptbahnhof und der historischen Altstadt hindurch. Parallel zum Rhein verläuft sie durch das alte Severinsviertel und endet im Kölner Süden. 7 neue U-Bahn-Stationen und ein unterirdisches Gleiswechselbauwerk. Die spätere Unglücksstelle. Zeitersparnis? 8 Minuten. Geplante Kosten? 550 Millionen Euro. Inzwischen haben sich die Kosten verdoppelt. Das Unglücksloch in der Mitte der Strecke blockiert den Weiterbau. Gleich daneben St. Georg, eine der ältesten romanischen Kirchen Kölns. In der Gemeinde erinnert man an die beiden jungen Männer aus dem Nachbarhaus, das mit dem Archiv in die Tiefe stürzte. Und an die alte Frau, die sich aus Verzweiflung über den Verlust ihrer Wohnung das Leben nahm. 3 statt 2 Tote. So sehen das die Menschen hier im Severinsviertel. Mittendrin das sogenannte Wechselgleisbauwerk Weidmarkt. Der komplizierteste Bauabschnitt der Strecke. Die Bauaufsicht hatten die Kölner Verkehrsbetriebe KVB. Waren sie damit überfordert? Oder tragen die beauftragten Baufirmen die Schuld an dem Archivdesaster? Fragen, die auch nach Ende des Strafverfahrens nicht vollständig geklärt sind. Tatsache ist, auch in den unterirdischen Haltestellen herrscht Stillstand. Geisterräume, nahezu ungenutzt.
Experten galt das Projekt seinerzeit als schwierigstes Bauvorhaben Europas. Die KVB selbst stellte hohe Anforderungen an die Projektbeteiligten, dokumentiert in den eigenen Bauvorschriften. Zusätzliche technische Vertragsbestimmungen zur Nord-Süd-Stadtbahn. Ausgabe November 2003. Mit der Ausführungsplanung, der Berechnung und der Herstellung der Baumaßnahmen dürfen nur solche Personen verantwortlich betraut werden, die gründliche Fachkenntnisse und praktische Erfahrungen im Tunnelbau und insbesondere im innerstädtischen U-Bahn-Bau nachweisen können. Aber wie war das in der Realität? Einer der damals zuständigen Planer erinnert sich. Der Verkehrsbetrieb, also die Kölner Verkehrsbetriebe, ist ja bekannt, hatte weder zu der Zeit noch später ein leistungsfähiges Fachpersonal. Es gab zwar eine Bauabteilung, aber diese Bauabteilung hatte natürlich ganz andere Aufgaben als einen sehr komplizierten Tunnelbau in einer 2000-jährigen Stadt. Trotzdem hatte die KVB keine Furcht vor der Mammutaufgabe U-Bahn-Bau. Eventuellen Schwierigkeiten sah man sich allemal gewachsen. Ein fehlerfreies Großprojekt gibt es nicht. Sie müssen sich jederzeit fragen, haben Sie in irgendeiner Art und Weise eine vernünftige Organisation, eine adäquate Organisation aufgebaut, die dem Projekt angemessen ist? Das beantworte ich mit glasklar Ja. Das Problem, was wir haben im Einsturz des Stadtarchives, da muss man immer genau drauf gucken, wie ist der Kausalzusammenhang. Und der hat nichts mit einer Organisation der KVB zu tun. Dass die KVB überhaupt zum Bauherrn wurde, lag an der Notlage, in der sich die Stadtspitze um den damaligen Oberbürgermeister Schrammer befand. Köln war hoch verschuldet. Um den städtischen Etat nicht noch weiter zu belasten, übernahm das formal private Tochterunternehmen KVB das Bauprojekt und damit auch die Kosten. Die Frage der Konsolidierung des Haushaltes stand insgesamt ja immer wieder in der Diskussion. Und da werden Sie als Verwaltungsspitze von der Politik immer wieder gedrängt. Leute, seht zu, dass ihr Ämter zusammenlegt, dass ihr Personal reduziert. So kam es ja auch dann eben mit der Auflösung des Tiefbauamtes und mit der Übergabe des Brückenamtes und Tiefbauamtes in die KVB. Doch da hatte das Planungsamt der Stadt nur noch wenige Mitarbeiter, die sich im U-Bahn-Tiefbau auskannten. In der Ratssitzung vom 20. Dezember 2001 traf der Rat der Stadt Köln eine folgenreiche Entscheidung. Bauausführung und Bauaufsicht kamen in eine Hand, in die des Bauherren KVB. War das denn aus Ihrer Sicht ein verantwortungsvoller Umgang mit so einem Großprojekt, das so zu organisieren? Ja, was heißt verantwortungsvoll? Ich meine, vielleicht war das auch ein bisschen eine Experimentierphase, dass man meinte, eben durch Outsourcing ein solches Projekt beherrschen zu können. Und nun wurde erstmals ein zwar stadtnahes, aber doch Privatunternehmen, nämlich der Verkehrsbetrieb, beauftragt, dieses Projekt zu übernehmen und auszuführen. Das war ganz neu für uns. Also über die Sinnhaftigkeit möchte ich mich lieber gar nicht äußern. Ich habe hier oder da gesehen oder gemeint zu sehen, vorsichtig gesagt, dass das ein oder andere vielleicht nicht so sinnhaft war. Die neue Strecke setzte ein Projekt der 60er Jahre fort. Damals wurde Kölns erste U-Bahn gebaut. Auch das war schon ein riskantes Vorhaben. 19. September 63. Die Prominenz von Köln hat sich versammelt. Feierlicher Rammstoß angesichts des Domes gegenüber der Regierung, dicht bei der Römermauer. Man wartet darauf, dass sich einer der riesigen Stahlträger wie von Geisterhand getrieben in die Erde begibt. Durch Hebeldruck besorgt vom Dezernenten der Tiefbauverwaltung Franz Braun. Das Schicksal der Kölner U-Bahn nimmt seinen Lauf. Ein geradezu prophetischer Text im Hinblick auf die Ereignisse 46 Jahre später. Damals wurden die Trassen noch in offener Bauweise verlegt, zum Leidwesen vieler Anwohner. Und schon damals wurde klar, in welch speziellem Terrain man sich in Köln bewegte.
Köln, der wollte das leugnen, hat im wahrsten Sinne des Wortes historische Fundamente. Sie waren jene Hindernisse und werden es zukünftig noch sein, die mit besonderen Problemen aufwarteten. Schon in der ersten Bauphase zeigte sich, das Bauen in der alten Römerstadt ist hochgefährlich. Fließsand und Grundwasser sind ständige Begleiter in den Baugruben. 1965 werden Arbeiter verschüttet. Bis zur Einweihung 1968 kommt es zu 3 Todesfällen. Wie durch ein Wunder sind auch beim Einsturz des Stadtarchivs nicht mehr als 2 Menschen ums Leben gekommen. Dabei hätte die Katastrophe viel mehr Opfer fordern können. Eine Woche zuvor zogen hier Tausende mit dem Karnevalszug vorbei. Und auch zum Zeitpunkt des Einsturzes hielten sich im direkt gegenüberliegenden Friedrich-Wilhelm-Gymnasium rund 100 Schüler auf. Die Oberstufe hatte noch Unterricht. Schulleiter Peter Jansen ist inzwischen pensioniert. Doch der 3. März 2009 wird ihm für immer präsent sein. Die Oberstufenschüler standen gerade bei so schönem Wetter nach dem Unterricht sehr, sehr gerne vor der Schule hier, sowohl auf der Seite, da durften die aber nicht rauchen. Und aufgrund dessen gingen die über die Straßen rüber und standen auf der anderen Seite bei diesem kleinen Bäcker und tranken da Kaffee und rauchten. Und das waren immer viele, 60, 100, je nachdem, wie die Kurse aus waren. Und es war ein Riesenglück, dass sie an dem Tag um diese Zeit schon nicht mehr da waren oder nur noch ein paar. Es hätte alles so schlimm kommen können. Und aufgrund dessen denke ich wirklich im Nachhinein, warum ist da nicht eine intensive Planung, besonders Bauaufsicht gemacht worden? Also das macht mich im Nachhinein so ein Stück ratlos. Für ihn gab es Hinweise, dass der U-Bahn-Bau sich auf das Schulgebäude auswirkte. Plötzlich klemmten die Eingangstüren und nicht nur das. Es war nach den Herbstferien 2008. Da holte mich der Hausmeister. Ich kam also am letzten Tag der Ferien hier hin. Er kam auch hier hin. Und dann rief er mich und sagte, kommen Sie mal gucken. Da oben ist ein großer Riss. Und da war dieser A-Trakt hier schon so einen Spalt offen, und wenn man einen Stockwerk höher geht, wo der Kunstraum dann eben ist, da konnte man wirklich von damals, von dem 3. Stock, auf den Kölner Dom gucken, weil der Spalt war so groß geworden. Von der Optik her für uns also schon seltsam, dass man durch eine Mauer durchgucken kann und das nicht weiter schlimm ist. Im Nachhinein kann ich mir vielleicht den Vorwurf sogar machen, nicht mehr an die Öffentlichkeit oder mehr an die Stadt herangegangen zu sein. Die Schäden in der Schule beschäftigten auch einen Ingenieur vom Amt für Gebäudewirtschaft. Das ist die zuständige Behörde für die Standsicherheit städtischer Bauten. Sein Brief findet sich in den Gerichtsakten. Guten Tag. Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie anonym anschreibe. Aber ich habe Angst, meinen Job zu verlieren. Der Einsturz hätte verhindert werden können. Circa 3 Wochen vor dem Einsturz wurde in dem Eingangsgebäude des gegenüberliegenden Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums festgestellt, dass die Gehrungsecken der Fußleisten auf der Seite zur Severinstraße sich um circa 2 Zentimeter geöffnet hatten. Die Aussage des Statikers war, dass es kein Problem gäbe und die Fugen zwischen den Fußleisten mit Silikon geschlossen werden sollten. Damit sei die Angelegenheit erledigt. Der Statiker bzw. die Gebäudewirtschaft hätte eine sofortige Meldung an die Bauleitung und die Behörden ausgeben müssen, um die Bauarbeiten zu stoppen. Warnungen hatte es vorher schon einige gegeben. Entlang der Tunnelstrecke kommt es gleich an mehreren wichtigen historischen Bauwerken zu Schäden. Schon 2004 der erste Vorfall. Die Kirche St. Johann Baptist, unmittelbar neben der U-Bahn-Station Severinstraße. Dort neigt sich der Turm bei vorbereitenden Maßnahmen zum Tunnelbau um über 70 Zentimeter. Aufwendig muss das Bauwerk abgestützt werden.
Wenige Wochen später der nächste Zwischenfall. St. Maria im Kapitol, die bedeutendste der romanischen Kirchen. Sie liegt zwischen der neuen U-Bahn-Station Heumarkt und der Unglücksstelle. Im Kirchenschiff löst sich die Holzdecke, im Kreuzgang entstehen Risse. Stadt und KVB leugnen einen Zusammenhang, bezahlen den Schaden dann aber trotzdem, als Geste guten Willens, wie es heißt. Dann ab 2008, ein Jahr vor dem Einsturz, tauchen auch im Gebäude des Stadtarchivs die ersten Risse auf. Eberhard Illner war hier als Abteilungsleiter lange zuständig für Künstlernachlässe. Heute ist auch er im Ruhestand. Doch er kann sich an die Vorzeichen des Einsturzes noch gut erinnern. Das fiel auf an den Türleibungen, die frisch gestrichen waren in grün. Und plötzlich sich ein weißer Spalt auftat von ungefähr 1 Zentimeter. Das habe ich sofort auch weitergegeben, gemeldet mit großem Nachdruck. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass es ungefähr ein halbes Jahr gebraucht hat, bis dann ein Statiker da war. In der Stadtverwaltung schien man den Wert der historischen Sammlung schon lange nicht besonders zu schätzen, so die Wahrnehmung des Abteilungsleiters. Dabei lagerte hier das Erbe berühmter Schriftsteller wie Heinrich Böll, einzigartige mittelalterliche Urkunden und Handschriften, allesamt von unersetzlichem Wert. Also 4 Wochen war es so, als wenn ein Familienangehöriger, also meine Eltern gestorben sind, ja, so ungefähr. Also Eberhard Illner ist noch heute erschüttert über die seiner Ansicht nach mangelnde Sorgfalt im Umgang mit dem kostbaren Bestand. Wie viel davon tatsächlich gerettet werden kann, weiß niemand. Ein Teil ist unwiederbringlich verloren. Das ist nun nicht irgendeine Garage oder irgendein Lager, sondern das ist sozusagen das Gehirn der Stadt Köln, also das Gedächtnis. Das Gedächtnis Kölns lagert heute in der leerstehenden Halle einer großen Möbelhauskette. Und Köln wäre nicht Köln, hätte man die Katastrophe nicht kurzerhand mit einem flotten Motto versehen. Drinnen bearbeiten 30 Angestellte in mühevoller Kleinarbeit die geborgenen Fundstücke. Jede einzelne Seite eines Buches oder einer Akte wird zunächst von Staub und Dreck gereinigt, bevor es an die eigentliche Restaurierung geht. Objekte aus 2 Jahrtausenden sind vom Wasser beschädigt oder werden in Einzelteilen angeliefert und dann wie Puzzlestücke wieder zusammengesetzt, um zumindest einen Teil der Substanz zu erhalten. Das Archiv hatte vor Einsturz 30 Regalkilometer Akten. Davon sind 10% nass geborgen worden. Also die sind entweder durch Grundwasser oder auch durch Regenwasser, Oberflächenwasser nass geworden, feucht geworden. Und 90% haben wir trocken bergen können. Diese 90% sind nach dem Einsturz hier durch das Erstversorgungszentrum gegangen und in 20 Asylarchive gebracht worden. Und in den letzten Jahren sind die peu à peu abgearbeitet worden. Erstversorgungszentrum, Asylarchiv. Die Restauratoren haben eine eigene Terminologie gefunden und für diese Mammutaufgabe sogar eine besondere Zeitrechnung entwickelt. Kurz nach dem Einsturz wurde eine Schätzung angestellt, dass eine Person 6000 Jahre mit der Behebung dieser Schäden beschäftigt sein wird, also 6000 Personenjahre. Und wir haben das hier runtergerechnet bei unserem derzeitigen Personalbestand auf eine Bearbeitungszeit von 30 bis 40 Jahren. 6000 Personenjahre kosten über 700 Millionen Euro. Wer dafür aufkommen soll, ist immer noch ungeklärt. Gerne hätten wir mit der Leiterin des Archivs gesprochen, doch die sagte in letzter Minute ab. Nicht die einzige Absage. Offenbar fürchtet man Aussagen, die der Stadt in den noch anstehenden Zivilprozessen schaden könnten. Die Stadt verklagt haben Nachkommen berühmter Persönlichkeiten. Einer von ihnen, Oliver König. Auch der Nachlass seines Vaters, des bekannten Soziologen René König, versank größtenteils in den Trümmern.
Die Stadt und alle ihre Bediensteten haben sich ja quasi auf die Opferrolle inzwischen eingespielt. Und nach dem Prozess sind natürlich alle in Deckung gegangen. Niemand mehr irgendetwas gesagt, weil hier ging es sowohl um 2 Tote wie um 1 Milliarde Schaden. Also wollte niemand irgendwas damit zu tun haben. Und das gibt ganz komische kommunikative Situationen. Eine besonders perfide Verantwortungszurückweisung war, dass wir den Nachlass ja dem Archiv quasi aufgedrängt hätten, sodass sozusagen mit dem Klammer dahinter, jetzt sind Sie selber schuld, sehen Sie mal, was Sie von haben. Also es gab lauter solche juristischen Zurückweisungen unmittelbar, nachdem die juristischen Prozesse losgingen. Bis heute gehen viele Verantwortliche in Deckung. Hinter den Kulissen versucht man sich die Schuld für Bau- und Organisationsfehler gegenseitig in die Schuhe zu schieben. Auf der einen Seite die Baufirmen, auf der anderen Seite die Stadt Köln mit ihren Verkehrsbetrieben KVB. Denn bereits Jahre vor dem Einsturz gab es Anzeichen für gravierende Probleme. Probleme unter anderem genau an der Stelle, die später vom Gericht als Hauptursache für den Einsturz angesehen wird. Von den Arbeitern vor Ort wurde dies sogar zu Protokoll gegeben. Am vergangenen Freitag, 2. September 2005, sind wir beim Schlitzwandaushub der Lamelle 11 in ca. 8 Meter Tiefe auf ein Hindernis gestoßen, wobei am Greifer eine Zahnhaltertasche abgerissen wurde. Kurz darauf sind wir dann in der Tiefe von ca. 13 Metern erneut auf ein Hindernis gestoßen. Dieses Hindernis konnte jedoch trotz aller Bemühungen und Einsatz des Meißels nicht beseitigt werden. Das Hindernis saß in der sogenannten Schlitzwand. Sie stützt die Baugrube seitlich ab. Das Gericht hält diesen Baufehler für die Ursache des Einsturzes. Das zentrale Gutachten belege eindeutig, dass hier die Wand nachgegeben habe und das Archiv so einstürzen konnte. Kenner der Baustelle haben daran Zweifel. Einer, der damals für die Arbeitsgemeinschaft der beauftragten Bauunternehmen tätig war, ist der Spezialtiefbauingenieur Bernd Seidel. Ihn lässt das Unglück bis heute nicht los. Er hat den Prozess verfolgt und eigene Überlegungen angestellt. Wenn man sich mal die Fotos anschaut, die nach dem Einsturz gemacht worden sind, da existiert eine Luftaufnahme, die ist gemacht worden von der Sicht des Gymnasiums in Richtung Archiv, eingestürzten Archiv. Und da ist zu sehen, auf dem Hinterhof des Archives, ein riesengroßer Absenktrichter, alles in allem mindestens 20 Meter, war dieser Einsturzkrater von der Fehlstelle entfernt. Und wenn man dann sagt, die Fehlstelle ist ursächlich gewesen, dann frage ich mich, wie soll so viel Boden aus 25 Meter Entfernung, 20 bis 25 Meter Entfernung, in so kurzer Zeit schräg durch den Boden gleiten, dann noch durch dieses 1,6 oder 1,8 Quadratmeter Fehlstelle hindurchkommen, um dann das Archiv einstürzen zu lassen. Also das ist für meine Begriffe schlicht unmöglich. Der Fachmann Seidel glaubt, dass es weitere Ursachen für den Einsturz gab. So steht das unterirdische Gleiswechselbauwerk der KVB in hochproblematischem Grund. Mehrere unterirdische Bäche laufen hier zusammen. Der Rhein verläuft in etwa 300 Metern Entfernung. Im Zuge der Ausschachtungsarbeiten wird eindringendes Wasser immer mehr zum Problem. Immer wieder weisen die Baufirmen darauf hin. Da es keine Reaktion von Seiten des Bauherrn KVB gibt, sehen sich die Firmen gezwungen, zusätzliche Pumpen zu installieren. Auch ohne die eigentlich erforderliche Genehmigung. Und das habe Folgen gehabt, so der Experte. Wenn ich also so viel Grundwasser abpumpe, dann muss es zwangsläufig einen Einfluss auf den außenliegenden Grundwasserspiegel haben. Und dann wird es so sein, wenn ich hier den Grundwasserspiegel habe und ich pumpe so viel Wasser ab, dass es immer mehr und mehr nachläuft, erzeuge ich einen sogenannten Absenktrichter, wie er so hier mal dargestellt ist. Je mehr Pumpen in der Baustelle installiert werden, umso stärker wird der unterirdische Sog.
So werden dem Boden nicht nur Wasser, sondern mit der Zeit auch immer mehr feste Bestandteile entzogen. Auch Anwohner aus der unmittelbaren Umgebung haben lange vor dem Einsturz bemerkt, dass aus der Baugrube offenbar nicht nur Wasser abgepumpt wird. Das war ja auch technisch sehr interessant und haben uns mit den Bauarbeitern unterhalten. Und da waren manchmal schon so Andeutungen, dass das also nicht so ganz koscher zugeht da. Beobachtet haben wir auch, was mit den Wasserrohren war, mit den Pumpen. Da waren ja diese riesenblauen Wasserrohre, in denen angeblich nur Wasser abgepumpt wurde in den Rhein. Da klapperten die Kieselsteine noch und noch dadurch. Und das war kein gutes Gefühl für uns. Quer durch das Viertel ziehen sich die Rohre, die das Wasser der Baugrube in den nahen Rhein befördern. In Spitzenzeiten über 700 Kubikmeter in der Stunde. Am Ende des komplexen Rohrsystems bildet sich unter der Wasseroberfläche eine regelrechte Sandbank. Der damals verantwortliche Baudezernent der Stadt hatte auch von dem Thema erfahren. Also wir haben von vielfältigen Problemen gehört, auch von Problemen von Wassereintritt und solchen Dingen. Das ist also alles uns auch nicht vorenthalten worden. Allerdings kann ich mich daran erinnern, dass vorgetragen wurde, zusätzliche Bruten am Weidmarkt abgeteuft. Das haben wir akzeptiert, weil das war für uns sozusagen eine technische Mitteilung. Da wussten wir nicht, dass diese Bruten gar nicht genehmigt waren. Statt der 4 genehmigten Pumpen waren es am Ende 23. Eine weitere in Vorbereitung. Bei der KVB war das Problem mit dem Wasser schon bei Beginn der Arbeiten bekannt. Es gab dazu sogar spezielle Anordnungen. Zusätzliche technische Vertragsbestimmungen zur Nord-Süd-Stadtbahn. Ausgabe November 2003. Großräumige Grundwasserabsenkungen, die das Grundwasser auch außerhalb der Baugrubenwände über die Grenzen des natürlichen Grundwasserschwankungsbereichs hinaus beeinflussen, sind nicht zugelassen. Die Kölner Verkehrsbetriebe KVB hatten in dem Bauabschnitt Weidmarkt die alleinige Bauaufsicht, mussten also die Einhaltung dieser Vorschrift überwachen. Sie war deshalb so wichtig, weil durch das Abpumpen von Grundwasser der Boden unter dem Archiv Gefahr lief, instabil zu werden und sich Hohlräume bilden konnten. Und genau das sei passiert, so der Experte. Da gab es im Monat Februar eine Setzung an einem Tag von 7 mm. Wenn Sie so ein kompakter Bau an einem Tag um 7 mm setzt, Herrgott noch mal, dann muss ich da wohl aber mal reagieren. Und ich bin der Meinung, wenn die hier schon mal eine Kontrollbohrung unter die Gründung des Archives vorgenommen hätten, wären wahrscheinlich das Bohrgestänge schon durchgefallen. Bis zum Jahr 2008 sind die Arbeiter immer wieder mit der Wasserproblematik konfrontiert. Ein halbes Jahr vor dem Einsturz kommt es sogar zu einem Wassereinbruch von unten, durch den Boden. Aussage eines Arbeiters in den Akten. Das hatte ich in meiner ganzen Arbeitszeit noch nicht gesehen. Tatsächlich war der Wasserdruck im Bohrrohr, nachdem ich die Braunkohle durchstoßen hatte, so stark, dass das Wasser die Bohrvorrichtung im Rohr nach oben gedrückt hatte. Als ich in das Bohrrohr gesehen hatte, konnte ich den Bohrer samt Wasserstand ca. 2 Meter unter meiner Ebene, meinen Füßen, sehen. Nun tickt die Zeitbombe. Der Augenzeugenbericht eines anderen Arbeiters vom Morgen des Unglückstags. 3. März 2009, 7 Uhr, Schichtbeginn. Das Wasser kam ca. 1 bis 2 Meter vor der Schlitzwand aus dem Boden der Baugrubensohle. Das sah aus, als wenn eine Quelle eines Flusses entspringt. Das Wasser kommt sonst direkt aus der Wand oder es läuft herunter. Hier an dieser Stelle kam es von unten. Das hatte ich sonst noch nie gesehen. Nur Stunden später fällt das Archiv in sich zusammen, reißt 2 Nachbarhäuser mit. Die Arbeiter können sich noch aus der Baugrube retten und auch die Archivmitarbeiter warnen. Von einigen angrenzenden Gebäuden bleiben zunächst noch Fragmente stehen. Ein Foto geht um die Welt. Wie in eine Puppenstube schaut man in die Überreste einer Wohnung von 2 Studenten. Und dann habe ich meine Mutter angerufen und habe ihr mitgeteilt,
dass wir in Sicherheit sind. Also das erklärt auch vielleicht schon, dass ich ein bisschen durcheinander war. Also weil in dem Moment war man ja noch nicht wirklich in Sicherheit. Also in dem Moment waren wir uns überhaupt nicht im Klaren, wie gefährlich es tatsächlich ist, in dem Raum noch zu stehen. Also wir haben auch im Nachhinein erst, ich zumindest richtig gesehen, was für große Risse in dem Haus bestehen und wie gefährlich es tatsächlich ist. Sondern für uns war einfach ganz persönlich erstmal wichtig, okay, wir haben hier überlebt und darüber sind wir froh. Zwischen 500 und 1000 Euro pro Quadratmeter wurde allen Einsturzopfern pauschal als Entschädigung angeboten. Wer dies, wie das junge Paar, nicht angemessen fand, musste gegen die Stadt klagen. Entnervt stimmten sie nach 5 Jahren einem Vergleich zu. Die KVB findet die eigene Reaktion noch heute richtig. Wir als KVB werden ein Stück weit in die Verantwortung genommen gegenüber diesem Schaden. Dem stellen wir uns sehr, sehr deutlich. Und wenn Sie dann mal gucken, wie wir versucht haben, und ich sehe ja auch die Zahlen, Daten, Fakten, unbürokratisch zu helfen. Da war überhaupt nichts unbürokratisch. Und also das war tatsächlich auf einer Ebene, auch Kommunikationsebene, die möchte man, also das wünscht man keinem, finde ich. Nicht nur das Ereignis an sich, aber auch das, wie wir danach, sage ich auch mal ganz ehrlich, behandelt wurden. Eine Aussage, wir sollten uns nicht jetzt ausdenken, dass wir einen Porsche haben, wo noch 5 Rolex-Uhren drin sind und 3 Pelzmäntel. Und wir bräuchten uns auch nicht ausdenken, dass wir irgendeinen Erbschmuck da haben. Und es waren unterschiedliche Geschichten, wo uns ganz klar gesagt wurde, wir müssten uns jetzt keine Geschichten ausdenken, nur um an mehr Geld zu kommen. Wenn man betrachtet, dass es unbürokratisch und großzügig vonstatten gehen sollte, dann hätte man das anders gestalten können, meiner Wahrnehmung. Immer wieder musste die Schadenssumme nach oben korrigiert werden. Inzwischen wird der Gesamtschaden auf 1,3 Milliarden Euro geschätzt. Darin enthalten sind unter anderem die Kosten für Bergung und Restaurierung der Archivalien sowie der Bau eines neuen Stadtarchivs. Wer diese Kosten tragen muss, ist noch völlig offen. Die KVB sieht sich dafür jedenfalls nicht in der Verantwortung. Ich glaube, dass wir unsere Haltung immer sehr deutlich gemacht haben. Wir haben zu vergegenwärtigen, da sind 2 junge Menschen gestorben. Ich kann sie nicht wieder lebendig machen. Ich bedauere das unheimlich, dass das eingestürzt ist. Es ist unsere Stadtbahn. Wenn ich könnte, würde ich jederzeit versuchen, diesen Unfall zu verhindern. Wenn ich mich dann aber zurückbeame und sage, was hättest du eigentlich machen können als KVB, bezogen auf den Kausalzusammenhang, so wie wir ihn heute kennen, da bleibt mir nicht viel übrig. Der damalige Bürgermeister Fritz Schrammer bot immerhin seinen Rückzug an und übernahm damit Verantwortung für Fehler anderer. Es gab auch Hinweise, dass aus dem Aufsichtsrat manches sehr schludrig wahrgenommen worden ist und abgesegnet worden ist. Insbesondere im zentralen Punkt bei der Genehmigung der zusätzlichen Wasserpumpen, die ja keine unwesentliche Rolle spielten. Da ich nicht dabei war, kann ich da wenig zu sagen, aber mir ist mitgeteilt worden, dass man sehr schnell über diesen Punkt hinweggegangen ist, wurde abgesegnet, die Finanzierung abgesegnet. Und eigentlich müsste man als Fachmann an der Stelle nachgefragt haben, warum hat das eine Bedeutung, wenn Sie von 4 auf 24 Wasserpumpen erhöhen. Das ist ja dann doch eine ganz andere Menge, ein ganz anderes Volumen, das da Tag für Tag und Tag und Nacht durchläuft. 24 Stunden laufen diese Pumpen. Und das ist sehr, sehr viel mehr Wasser. Und da muss man eigentlich die Frage stellen, warum? Die Fachleute bei der KVB hätte das jedenfalls in Alarmstimmung versetzen müssen. Doch wie war es überhaupt um das Fachpersonal bestellt? Den riesigen Haltestellen sieht man heute nicht an, wie sehr das gesamte Projekt von Anfang an unter Kostendruck stand. Die Planung schob einen Fehlbetrag von 128 Millionen Euro vor sich her. Und das wirkte sich auf die personelle Besetzung aus. Es war schon ein Problem, in dem die Kölner Verkehrsbetriebe zum damaligen Zeitpunkt
kaum Fachpersonal oder eigentlich gar kein Fachpersonal hatten, was sich mit dem Tunnelbau in schwierigen geologischen und archäologischen Verhältnissen auch nur entfernt ausgekannt hat. Und es war ein schwieriges Projekt, denn wir haben, wie gesagt, 12 Jahre lang etwa daran gearbeitet, das baureif zu machen. Das 12 Jahre ist ja eine doch sehr lange Zeit. Umso schneller muss es dann mit dem Bau vorangehen. Doch überall liegen archäologische Funde aus der Römerzeit. Das hält auf und kostet Geld. Und wie stand es um die Fachkompetenz? Der KVB-Chef wiegelt ab. Und das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess, dass Sie sagen, ich übernehme das, ich übernehme ein Projekt. Habe aber keine Kompetenz bis dahin. Das ist zunächst erst einmal zu akzeptieren. Und natürlich ist die Aussage dann richtig, dass man sagt, man hat 2002 nicht die Kompetenz dazu, das zu tun, man baut sie auf. Eine Art Offenbarungseid. Die Kölner Verkehrsbetriebe übernahmen ein Prestigeprojekt, das seinerzeit schwierigste Bauvorhaben Europas, ohne genau zu wissen, wie sie es bewältigen könnten. Und das führt zu fortwährenden Konflikten mit den Baufirmen. Auch das ist aktenkundig. 3. Februar 2003. Es entsteht inzwischen bedauerlicherweise der Eindruck eines gewissen Misstrauens der Bauherrschaft gegenüber der Projektleitung. Ich befürchte, dass sich allmählich Ansätze einer spürbaren Demotivation nicht nur meiner Mitarbeiter, sondern auch im Kreise der Ingenieurbüros bemerkbar machen. Dies jedoch wäre in meinen Augen für das schwierige und wichtige Projekt Nord-Süd-Stadtbahn geradezu fatal. Wie sagt man so salopp? Ich habe mal zu meinen Kollegen gesagt, wo ich dann gesagt habe, also das mache ich ja nicht mehr länger mit, also ich verabschiede mich in Vorruhestand. Da habe ich gesagt, ich habe keine Lust, mich ständig mit Blinden über Farbe zu unterhalten und dann vielleicht noch polemische Kommentare dafür zu ernten. Das machst du nicht mehr mit. In der KVB-Planungsgruppe bestehen offenbar auch intern schwere Differenzen. Zuständigkeiten scheinen nicht klar definiert. Es gibt Auseinandersetzungen über Posten und Kosten. Der stellvertretende Projektleiter prangert die Missstände immer wieder an und wird kaltgestellt. In den Akten seine Kündigung. 24. Mai 2007. Sehr geehrter Herr B., hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich mit heutigem Tage in einem zweiten Schreiben mein Arbeitsverhältnis bei der KVB gekündigt habe. Ich möchte Ihnen gegenüber darauf hinweisen, dass ich mich zur Kündigung entschlossen habe, da nach meiner Auffassung die Kölner Verkehrsbetriebe nicht so aufgestellt sind, dass ein Projekt wie die Nord-Süd-Stadtbahn Köln erfolgreich abgewickelt werden kann. Schon als es ganz schlimm wurde und der stellvertretende Projektleiter als einziger Fachmann noch vom Tiefbau und U-Bahnbau dann weggegangen ist, dann war es schon Sache der technischen Leitung von der KVB. Ich meine, der Technikleiter, und damals wissen wir ja, das war ein gewisser Herr Reinhardt, er muss keine Spezialtiefbaukenntnisse haben. Das ist gar nicht erforderlich, dafür hat er seine Leute. Aber was er muss, als technischer Leiter, muss dafür Sorge tragen, dass die richtigen Leute mit der richtigen Verantwortung zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sind. Und bei alles war dort nicht vorhanden. Es waren nicht die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle. Also kann man schon von einem Organisationsversagen sprechen. Aus meiner Sicht würde ich das so sehen. Der für das Großprojekt verantwortliche Technikvorstand Walter Reinhardt war Verwaltungsbetriebswirt. Neben dem Fulltime-Job bei der KVB managte er bis 2008 zusätzlich als Vorsitzender die Kölner CDU. Der damals verantwortliche technische Leiter der KVB, der Herr Reinhardt, was hat den eigentlich qualifiziert, so ein Projekt zu überwachen und zu leiten? Ich sage Ihnen jetzt relativ einfach, fragen Sie den Aufsichtsrat. Keine Stellungnahme von mir. Der Aufsichtsrat teilt mit, er dürfe sich zu der Personalie nicht äußern. Nach dem Einsturz wird Reinhardt komfortabel abgefunden. Er gründet eine Beraterfirma und stellt seine Kompetenz heute einem anderen Verkehrsbetrieb zur Verfügung. Ihn hätten wir gerne persönlich befragt. Er antwortet uns per Mail. Vielen Dank für Ihre Anfrage, ob ich als Zeitzeuge zur Verfügung stehen könnte. Ich habe die vergangene Nacht sehr lange darüber nachgedacht, was die richtige Entscheidung ist. Ich habe mich nach Abwägung aller Gesichtspunkte gegen ein Interview entschieden.
Vor Gericht musste sich die Führungsriege nicht verantworten. Das grundsätzliche Problem der Staatsanwaltschaft, angesichts der drohenden strafrechtlichen Verjährung überhaupt noch eine Anklage auf den Weg zu bringen. Die Fehler der Baufirmen sind im Strafprozess ausführlich zur Sprache gekommen. Doch auch zur Rolle der Stadt und ihres Verkehrsbetriebes KVB enthalten die Akten zahlreiche belastende Dokumente. Zusammenfassend heißt es in der Anklageschrift: Im Ergebnis hat im gesamten Bauvorhaben Nord-Süd-Bahn bis zum Unglücksfall keine erkennbare hoheitliche Bauüberwachungstätigkeit stattgefunden. Heute steht selbst der damalige Baudezernent nicht mehr uneingeschränkt zu den Verkehrsbetrieben. Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Leuten, die kompletten Bautagebücher der Baustelle Weidmarkt gelesen haben, aber natürlich im Nachhinein. Ne? Wenn man dann ex post, ne, diese ganzen Sachen am Stück durchliest, dann kommt man schon zu der Einschätzung, dass man irgendwann vielleicht im Herbst 2008 dann hätte sagen müssen, Moment, wir müssen mal Stopp machen, wir müssen mal vielleicht ein Moratorium einrichten, müssen uns noch mal vergewissern, ob wir hier richtig unterwegs sind. Aber das ist natürlich ex post, das muss man eben dann auch sagen, dann ist man hinterher immer schlauer. Das war schon eine Häufung von Problemlagen an derselben Stelle, die war schon auffällig. Aber wenn ich einen gestörten Bauablauf korrigieren will und eingreifen will in diesen gestörten Bauablauf, dann kann das nicht der Baggerfahrer, dann kann das nicht der Schlitzwandpolier, dann kann das schon gar nicht auch der kleine Bauaufseher von der KVB. Der hat keine Befugnis und keine Entscheidungsgewalt. Dafür sind andere Leute da, das sind die Entscheidungsträger. Die müssen auf solche Unregelmäßigkeiten reagieren, um sie abzustellen. Zeit genug dafür war da. Würde die KVB sowas heutzutage anders angehen? Na, wir haben ja mehr Erfahrung inzwischen, ja natürlich, wegen der höheren Erfahrung. Ist auch klar. Dem Grunde nach würden wir die gleichen Leute wieder in die Verantwortung bringen. Sie haben unendlich viel Erfahrungsschatz aufgebaut. Sie haben heute andere Bauverfahren. Logischerweise, die Technologie ist fortgeschritten und das führt am Ende auch zu einer veränderten Organisation. Und insofern leitet das her, warum ich am Anfang Ja gesagt habe. Aber das heißt ja, es klingt ja fast wie Learning by Doing sozusagen. Ja, natürlich. Aber vorsichtig jetzt. Das hat einen Tenor, den ich nicht haben möchte. Learning by Doing, weil das ist so ähnlich wie, Sie haben jetzt die Versuchsanstalt und Sie bringen Jungingenieure da hinein. Aber Erfahrungen machen und daraus lernen ist ja nicht verboten. Ob diese Sicht der Dinge auch die Richter im Zivilprozess überzeugen wird? Dieses Verfahren steht noch aus. Und dann geht es darum, wer für den Milliardenschaden verantwortlich ist und bezahlen muss. Die Nord-Süd-Bahn wird in frühestens 8 Jahren fertig und komplett befahrbar sein. Aber in Köln sieht man positiv nach vorn und plant schon den Bau einer neuen U-Bahn. Diesmal von Ost nach West. Geschätzte Kosten zwischen 600 und 700 Millionen Euro.